Hallo zurück zu Industria mit mir Dennis hier bei den Spielkindern. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass auch die Texturen wieder dabei sind. Vielleicht erinnert ihr euch an die letzte Folge, da sind wir hier durch die Tür gekommen, auf die Straße getreten und alle Texturen waren weg. Zumindest die hochauflösenden, also was wie die Pflastersteine hier und sowas, das hat man nicht gesehen. Die Pflanzen, vielleicht erinnert ihr euch noch, die waren einfach nur eine komplett homogene grüne Masse und jetzt haben die sogar hier so Farnblätterchen, also das sieht schon alles deutlich schöner aus. Allerdings ruckelt das Spiel jetzt wieder ein bisschen. Allerdings sollte man sich nicht zu viel beschweren. Ich habe jetzt seit der letzten Aufnahme der ersten beiden Folgen hatte ich 2 Tage Zeit und in der Zeit haben sich bei Steam diverse Dinge angesammelt, wo Leute von ihren Fehlerchen berichten, die sie erlebt haben im Spiel und bis hin zu der ganze PC ist abgeraucht, ist da eine Menge vorgekommen. Also lasst den 2 Entwicklern, das sind ja nur 2 Leute, mal ein bisschen Zeit, um die Sachen zu patchen. Ich glaube, das Spiel hat genug Hype generiert, genug Leute gefunden, die da Bock drauf hatten, dass man, denke ich, auch mal, also ihr müsst nicht alle das am ersten Tag jetzt kaufen, um den Entwicklern was Gutes zu tun. Das könnt ihr natürlich machen, aber vielleicht wartet ihr mit dem Spielen einfach noch 2 Wochen oder so. Und normalerweise würde ich dann eben auch sagen, dann wartet mit dem Kauf auch noch 2 Wochen, weil das Spiel muss ja nicht rumliegen bei euch. Kann es aber natürlich. Ich meine, wir kaufen alle ständig, also zumindest ist das bei mir so. Ich spreche jetzt mal für euch mit. Wir kaufen uns alle regelmäßig auch mal irgendwo ein Spiel im Sale, nur um es dann erst Monate später überhaupt mal zu installieren. Teilweise nie. Gibt ja genug Leute, die kaufen mittlerweile einfach nur, weil es günstig ist. Sachen im Sale. Wo willst denn du hin? Komm her. Oh, Arm abgehackt. Armer Roboter. Upp. Und weg mit dir. Ja, aber hier ist es, glaube ich, okay bei Industria, wenn ihr da einfach vielleicht noch kurz wartet. Das läuft ja jetzt auch nicht weg, das Spiel. Also ich meine, das ist jetzt auch nicht gesellschaftlich, kulturell so relevant, dass ihr da wie bei, keine Ahnung, einer neuen Fernsehserie wie Game of Thrones oder so, also zur Hochzeit von Game of Thrones, dann gespoilert werdet und deswegen sofort das spielen müsst, also in diesem Fall bei der Serie dann gucken müsst, weil ihr sonst, sobald ihr auch nur vor die Tür geht, schon von überall her die Spoiler entgegengeschrien bekommt. Das ist hier ja nicht so. Hier gibt es übrigens eine Schreibmaschine zum Speichern. Machen wir das doch. Also erkunden lohnt sich, liebe Freunde. Man findet sogar bis hin zu so Speichermöglichkeiten. Boah, also ein bisschen mehr Zeug haben wir ja auch noch gefunden. Aber wenn man die Lampe ausmacht, dann ist es tatsächlich echt dunkel, ne? Also das haben sie schon ganz schön gemacht. Man braucht die Lampe tatsächlich. Die ist nicht nur Deko. Gibt's ja auch manchmal, dass Lampen in so Spielen, naja, so eigentlich ist es auch so hell genug. Da kommt schon wieder einer. Ich könnte jetzt mal irgendwie coolere Waffen gebrauchen, weil die. Oh, diesmal habe ich es mit 3 Schlägen geschafft. Weil die Pistole ist ja dann doch so schwach, dass eher uninteressant. Ja. Und schon das Rätsel gelöst, bevor ich überhaupt dahin gekommen bin, dass es ein Problem wurde. Hier! Friss das, du Roboter! Ach so. Kann das gar nicht so weit werfen. Ah! Aua! Ob es das bringt, auf ihre Lampe zu hauen? Irgendwie sieht die Lampe so aus, dass es so ein bisschen. Ja, wenn man da draufhaut, dann nehmen sie bestimmt extra viel Schaden. Okay. Hallo! Ah! Der schießt! Wer hat das denn erlaubt? Wer hat denn hier Schusswaffen genehmigt? Also ich weiß nicht. Dann gehen wir halt noch ein bisschen durch irgendwelche Nebengänge. Das finde ich allerdings sehr nett. Ich meine, das hätten sie nicht machen müssen, die Entwickler. Dass man hier, toll. Ja. Dass man hier überall noch, also nicht überall wahrscheinlich, ne, aber durch bestimmte Türen einfach gehen kann.
in den Häusern hier. Ich meine, die Häuser sind da, die Türen könnten einfach alle zu sein, sind sie aber nicht. Und das ist ja so ein Stück weit einfach nett. Irgendwie treffe ich ihn nicht, habe ich das Gefühl. Oder ich treffe und er nimmt einfach keinen Schaden. Aber vielleicht kann ich ja jetzt von dem Roboter hier die Maschinenpistole oder was das ist einsammeln. Yes! Ho, ho, ho! Now I have a machine gun. I like it. Okay. Wir werden aber natürlich trotzdem nicht unsere getreue Spitzhacke hier wegschmeißen. Die brauchen wir natürlich weiterhin. Sollen wir da schon runterhüpfen oder gucken wir uns nochmal kurz um, ob wir hier noch irgendwie ein bisschen Munition oder sowas finden? Kann ja sein, dass wir hier noch was verpasst haben. Die Tür geht nicht auf. Hier sind leere Obstkartons oder sowas. Da hinten ist noch ein Robo, dem wir nochmal einen mitgeben hier. Oder zwei. Oder drei. Ach komm. Deine Kumpels haben doch jetzt immer nur noch drei Schläge gebraucht. Habe ich die einfach besser getroffen wahrscheinlich, ne? So, was haben wir hier? Was haben wir hier? Boah, hier geht's sogar noch auf so einen Hof hinten raus. Starke Sache. Und da gibt's dann direkt auch noch Munition, Heilflasche. Top. Wobei so richtig viel Schaden machen die Roboter bisher nicht, ne? Also ich habe das Gefühl, dass könnte schlimmer sein. Also sind ja doch nur immer so ein paar Krümel von meiner Lebensenergie, die runtergehen. So richtig gefährlich wirkt das bisher nicht, aber es haben jetzt auch noch nicht irgendwie drei Roboter gleichzeitig auf mich eingeprügelt. Könnt mir vorstellen, dass das dann wahrscheinlich problematischer wird. Kann keine weiteren Heilflaschen aufnehmen. Naja, dann sollten wir die mal benutzen, oder? Ist ja dann sonst sinnlos, dass die hier liegen bleibt. So, hier geht's nirgendwo rein. Dann haben wir, glaube ich, alles erkundet auf diesem großen Vorplatz. Und können ja dann mal hier ins nächste Level gehen. Diese ganze Konstruktion hier, die sieht schon sehr nach Half-Life aus. Also, wer an City 17 denken muss, wenn er diese schwarzen Metallkonstruktionen sieht, die irgendwo einfach so Absperrungen bilden oder die irgendwo an Häusern dran sitzen. Ja, also ich muss da auf jeden Fall an City 17 denken. Das schreit Half-Life 2 oder Half-Life Alyx. In Half-Life 1 gab es das ja so noch nicht. Das spielte ja aber auch noch nicht in irgendeiner Stadt, sondern eben unter der Erde größtenteils. In Black Mesa. So, in solchen Nischen hoffe ich natürlich immer, irgendwas zu finden. Ich weiß nicht, ob das so sein soll hier. Das sieht irgendwie eher so grafikfehlerig aus. Guck mal, wen haben wir denn da? Meine neuen besten Freunde. Okay. Die halten Gott sei Dank echt nicht viel aus. Drei, vier Schuss. Konnten wir auch mal die Pistole einsetzen, aber ich gehe wahrscheinlich. Das ist so ein Spiel, wo ich wahrscheinlich bis zum Ende eher alles mit der Spitzhacke machen werde, weil ich immer denke, oh Gott, aber irgendwann brauche ich die Mission mal. Mission, die Munition mal. What happened here? Wenn ich das The wüsste. whole town was evacuated after years of war. Atlas was too strong in the end. Oh. Atlas? Sorry. These machine things that want to kill you. They're Atlas. Aber Atlas ist doch unsere KI, oder? Die wir in Berlin erforscht haben, in unserer I'm Welt. here. I'm sorry. How long ago was this? Let me think. Atlas has been around for about 20 years. Achso. Evacuated 10 years ago. Has it already been that long? Time flies.
It sure seems to. Irgendwo noch mehr Kisten? Ich brauche mehr Kisten. Ein Stuhl! Sorry. I had to get the kettle off the boil. That's okay. And who is this Rosendahl? Oh, Rosendahl. He was our king. He tried his best, but even he wasn't strong enough to fend off Atlas. I see. Well, over and out. I gotta think. And you drink your tea. I'd concentrate more on fighting than thinking, but that's just me. Wie er noch den Tee schlürft. What the hell is happening here? Wie viele von diesen Heiltränken soll man denn benutzen? So viel Schaden nehme ich doch gar nicht. Okay, also was hier passiert, wissen wir tatsächlich wirklich noch nicht so richtig. Meine Theorie ist ja, dass der Rosendahl, dieser Typ, der irgendwie durchs Portal gekommen ist und dann hier irgendwie König geworden ist in dieser Welt, dass das unser Walter ist, den wir hier verfolgen, unser Kollege. Es würde mich auf jeden Fall nicht wundern, wenn das so wäre. Also wenn das der große Twist irgendwie ist, dann würde ich sagen, oh, what? Really? How surprising. Ah, komme ich nicht hoch. Ich könnte mir jetzt irgendwo eine Kiste suchen und versuchen, da hochzukommen. Aber ain't nobody got time for that. Kann ich die Kiste nehmen? Warte mal. Haha! Das Rätsels Lösung ist manchmal ganz einfach. Cool. Ach, sowas mag ich, so kleine Immersive Sim-Anteile in so einem relativ straighten Shooter. Das Genre der Immersive Sim, also sowas wie das letzte Prey oder Dishonored, also die Spiele von Arkane eigentlich, oder Arkane, sind ja Franzosen, die haben halt diesen Anteil, dass man mit der Umgebung einfach interagiert, mit der Spielwelt interagiert, als wäre es eben eine echte Welt, als wäre es eine Simulation. Deswegen auch eine immersive Simulation, Immersive Sim. Eine Simulation der echten Welt mit Physik, mit man kann hunderte Gegenstände in Leveln aufheben und mit ihnen interagieren. Bei vielen davon hat das auch tatsächlich irgendeinen Sinn. Man kann die für irgendwelche Dinge dann verwenden. Das sind Ressourcen zum Beispiel zum Craften oder so. Viele Spiele haben gewisse Anteile dieses Genres, aber so richtig durchziehen tun das eigentlich fast nur die Arkane oder Arkane Studios. Hier geht's irgendwie hoch. Ich gucke erstmal hier drüben noch. Und ich finde, das ist gerade in einem Shooter so à la Bioshock, die haben sich da ja auch ein bisschen was von geborgt sozusagen von dem Genre, macht das einfach total Sinn, weil es die Welt lebendiger macht. Und Half-Life 2 war natürlich auch schon ein Spiel dieser Art, ein Stück weit, hat gerade ja diese ganzen Gravitationssachen eingeführt. Nicht umsonst ist ja die Gravity Gun eine der coolsten Sachen in Half-Life 2. Und seinen Add-ons. Guck mal, eine neue Waffe. Juhu! Nice. Ach, die Schrotflinte. Endlich. Das ist genau die richtige Waffe. Nightlatch Blues. Ah. Auch gleich noch eine neue Schallplatte gefunden. Den Schrank kann man nicht aufmachen, ist ja gemein. Ist noch Pistolenmunition. Also bisher habe ich noch keine Munitionsknappheit. Also falls ihr Angst hattet, dass das so ein ganz schlimmes Survival-Action-Spiel ist, wo man die ganze Zeit irgendwie keine Munition hat. Nein. Also bisher nicht. Das kann ja natürlich noch kommen. Wir sind ja auch eher am Anfang des Spiels noch. Aber bisher sieht es eigentlich soweit ganz, ganz fluffig aus. Noch alles ein bisschen durchforsten nach irgendwelchen Munitionsbeständen.
Oh, hier ist direkt noch ein bisschen Munition für die Maschinenpistole. Tagebuch eines Fischers. Jeden Tag fuhr ich morgens um 5 raus, um meine Netze zu überprüfen. Gerade als ich den Beifang untersuchte, fühlte ich diese tiefe Wummern aus dem Fjord selbst zu mir hochsteigend. Ich lehnte mich etwas über die Reling und konnte meine Augen nicht trauen. Aus den Tiefen unter der Oberfläche strahlte dieses blaue Licht zu mir herauf. Aha. Kann man hier Schallplatten einsetzen? Ja, das macht gute Stimmung, das macht Spaß. Das ist auch kein bisschen creepy. Alte, dudelige Musik irgendwo abspielen. Okay. Die Schallplatten kann man aber auch nicht wieder mitnehmen, ne? Naja, gut. Dann nicht. Ja, man darf echt nicht das Licht ausmachen, dann ist es so stockduster, dass man gar nichts mehr sieht. Hallo, kleine Roboter. Oh. Ah! Naja, verschwinde. So sieht's nämlich aus. Okay, mit der Schrotflinte macht das doch alles gleich viel mehr Spaß. Da braucht man nämlich nicht immer auf sie einhacken. Es klang gerade so, als wäre hier noch irgendwo einer, aber vielleicht war auch nur ich das, der hier durch die Wohnung trampel. Ganz schön runtergekommen. Na gut, aber wenn die Leute seit 10 Jahren oder so weg sind. Seit 10 Jahren die Stadt evakuiert ist. Na guck, da ist noch einer. Okay, da reicht ein Schuss. Das muss man sich einfach mal trauen, dann zu sagen, na komm. Mehr als einen Schuss brauche ich nicht. So. Gibt's hier noch irgendwas? Sieht nicht danach aus. Hier ist noch Munition. Tja, ich befürchte allerdings, dass das das Spiel ist, ne? Also wenn die Story jetzt nicht dann irgendwie einen durchzieht und motiviert, dann wird es, glaube ich, die Spielmechanik nicht tun, weil wir haben jetzt schon einen Großteil der Waffen. Viel mehr gibt es nicht. Ich glaube, eine Waffe wird es noch geben, ein Scharfschützengewehr. Und soweit ich mich erinnere an die Demo, sehen auch die Level jetzt nicht komplett anders aus. Wir haben ja in der Demo einen etwas späteren Level gespielt, also glaube ich, weil das sah nicht aus wie diese Innenstadt hier, sondern eher so ein bisschen wie so Industriegebiet oder sowas. Es sah natürlich anders aus, aber jetzt nicht irgendwie, ist jetzt nicht auf einem Alien-Planeten oder so. Oder in der Lava-Welt oder sowas. Das sind halt weiterhin so Häuser und Stahlkonstruktionen und sonst was. Ich hoffe ja darauf, dass die Geschichte noch ein bisschen was Interessantes sozusagen zu bieten hat. Aber aktuell klingt es für mich so, naja, wir haben halt eine KI erforscht, Atlas, in der DDR 1989. Und haben halt auch gleichzeitig irgendwie Dimensionsportale erforscht. Keine Ahnung. Interessante Mischung, was man halt so macht in so einem Forschungslabor. Munition voll. Okay. Wir machen vielleicht ein bisschen mit der Pistole schießen. Hier war ich schon, ne? Und durch das Dimensionsportal ist diese KI irgendwie in eine Paralleldimension eingedrungen und hat dort ordentlich Chaos gestiftet. Also in diese Welt hier. Und dann ist Walter hinterher, vielleicht weil er die KI aufhalten wollte, um die Leute hier zu retten in dieser anderen Dimension. Hat sich dann als König ausgegeben. Tape recording from the last industrial festival.
Walter, Doppelpunkt. Walter? Citizens of Hackaback. What? This is your Walter, wait, what? Wait, that's Walter's voice. What's going on here? Atlas failed to diminish us. How? Atlas failed to scare us. Did you know his first name? We are still here. This is the man I'm looking for. Where is he? Rose stands strong against the metallic evil outside our city wall. You're looking for Rosendahl. No. Yes, I'm looking for Walter. Walter Rebel, not Rosendahl. But this is King Rosendahl. Walter Rosendahl. It's his voice, his recording. Even the statue. I don't understand. And I don't know what's going on here. His voice. His statue. I'm so confused. I want answers. Yes, I'd like a little clarity on this matter myself. Then help me. Where is he? It's like I said, he left the city after the evacuation he organized. Just continue your way to the town hall, to his old office. Maybe you can find out where he headed out to. What's the fastest way? You have to cross the old Rosendahl factory in front of you. After that, you can't miss it. Walter Rosendahl? Are you kidding me, Walter? Also da hinten ist das Rathaus, da müssen wir hin, durch diese Fabrik hier. Und ja, wow, der große Twist nach einer Stunde Spielzeit ist... Wer hätte es gedacht, Walter ist der König dieses Landes gewesen, denn er ist irgendwie verschwunden nach der Evakuierung, die nötig war wegen der Roboterinvasion. Und wir suchen ihn jetzt. Wir wollen natürlich wissen, was hier los ist. Ich glaube, meine Theorie steht soweit ganz gut. Natürlich in den Details, warum genau jetzt diese KI sich hier irgendwie in diese Paralleldimension bewegt hat und warum Walter 20 Jahre vor uns angekommen ist in der Paralleldimension, obwohl wir ja nur Minuten nach ihm durchs Tor sind. All das weiß ich natürlich jetzt nicht, aber da wird das Spiel bestimmt irgendeine schlaue Erklärung für haben, irgendeine fake-physikalische Erklärung oder was auch immer. Das werden wir dann alles noch rausfinden in der nächsten Folge von Industria. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao.